zerschlagene Träume und verlorenes Glück bilden ein Mahnmal für das Scheitern, auf das meine Hoffnung erstickt. Denn wer bin ich, glauben zu können, dass es für mich Rettung gibt? Wer bin ich, glauben zu können, dass es für mich Rettung gibt? So übermannt mich der Zweifel und die Angst macht sich breit. Sie zerfrisst den letzten Rest an Hoffnung bei Zeit und spuckt mich leer wieder aus, gelähmt durch die Furcht vor weiterem Leid. Sensibilisiert für den Albtraum durch die Dinge, die meinen Brüdern geschehen, ist es wahrscheinlich eh nicht besonders schwierig, mir die Hoffnung zu nehmen. Und so brech ich zusammen, während Ängste mich lähmen. So brech ich zusammen, während Ängste mich lähmen. Zu den Dingen, die mich quälen und den Ängsten, die mich lähmen, kommt noch die Scham des Versagers. Was soll ich mich schämen? Und so gehe ich zu Boden unter Tränen. So gehe ich zu Boden unter Tränen. Die Welt hier ist eine Bitch und ich werde auch eine sein, wenn ich mir nicht bald irgendwelche Auswege und Hoffnungen zeige. Getrieben von Leiden, die mich zu weiteren treiben. Getrieben von Leiden, die mich zu weiteren treiben. Da erscheint endlich Hoffnung und bricht so das Schweigen.